Das ist eine Aussage, die ist schon erstaunlich, denn es gab Zeiten, da hat man sich mit dem Thema Unterstützungskasse hauptsächlich auf einen Punkt gestürzt: Liquidität. Billiges Darlehen von Mitarbeitern. Es gibt ja auch einige Unternehmen, die beschäftigen sich genauso wie wir mit dem Thema U-Kasse. Die machen ja nichts anderes. Die machen ja teilweise sehr aggressiv Zeitungswerbung oder sehr viel Pressearbeit und immer wieder das gleiche Thema. Holen Sie sich einen billigen Kredit von Ihren Mitarbeitern. Wir waren jetzt so ein bisschen im hanseatischen Raum viel unterwegs. Das sind viele Unternehmen in der dritten, vierten, siebten Generation. Die haben ein Problem. Die haben so viel Geld rumliegen, die wissen nicht, wohin damit. Die wissen gar nicht, was ein Darlehen bedeutet. Und jetzt erzählen Sie dem mal was über Liquidität, über billige Darlehen von Mitarbeitern. Und da merkt man schon das erste Problem, wenn man mit diesem Thema zu einseitig, zu eingleisig fährt. Und das, was Herr Dr. Gausmann, übrigens danke für die Erfahrung, das ist genau das, was wir auch festgestellt haben, nicht nur im Jahr 2012, bereits seit ein paar Jahren, aber explizit im Jahre 2012, dass viele Unternehmen tatsächlich sich mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie das bisher noch nie der Fall gewesen ist. Wir haben ein Unternehmen gehabt, das war, ich glaube, Oktober 2012, also relativ vor kurzem erst. Da kam ein Unternehmen auf uns zu, das ist ein 110-Mann-Unternehmen, und meinte, mein Steuerberater hat mir gesagt, ich soll dringend die pauschal dotierte Unterstützungskasse machen. Dringend. Das gab es vor 5, 6, 7 Jahren seltener. Seltener eine solche Aussage. Es hat sich dann herausgestellt, er kannte mich zufällig von irgendeinem Steuerberater-Symposium, von irgendeinem Vortrag, den ich hielt, aber wie auch immer, er kam dann auf uns zu und meinte, ich brauche das. Und da war meine Frage, ja, warum? Habe ich mir dann die Frage gestellt, warum braucht er das so dringend? Sind die kurz vor Insolvenz? Wollen sie sich damit irgendwie über Wasser halten? Nee, meinte er, wir haben schon so ziemlich alles. Uns geht es relativ gut. Wir haben auch ein gewisses steuerliches Aufkommen, das ist auch okay. Unser Steuerberater hat uns ein bisschen was über Liquidität erzählt. Wenn das möglich ist, kein Thema, völlig in Ordnung. Aber in unserer Region brauchen wir Fachkräfte. So, und es gibt ein paar andere, die bieten ihren Mitarbeitern irgendwelche sozialen Leistungen und ködern so die Leute und haben uns jetzt bereits drei gute Leute abgeworben. Wir haben die Schnauze voll. Wir wollen unseren Mitarbeitern etwas Exklusives anbieten, was keiner in unserer Region anbietet. Und das war der Beweggrund, interessanterweise. Das heißt, das, womit man sich vielleicht mal früher beschäftigt hat oder viele sich immer noch damit beschäftigen, pures Thema Liquidität, das ist nicht mehr das Thema Nummer eins. Oder ich sage mal, das Thema Fachkräfte binden, motivieren, Image aufbauen von Firmen intern heraus ist absolut auf Überholkurs.